Willkommen in Allerton. In dieser Einführung werden wir lernen, wie man eine Dampflokomotive der LMS Jubilee Class in grüner BR-Lackierung fährt. Diese Lokomotivklasse wurde zwischen 1934 und 1936 gebaut und erhielt den Spitznamen Jubilee, nachdem eine ihrer Klasse Silver Jubilee genannt wurde. Um loszulegen, klettern Sie in den Führerstand. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. In dieser Lektion werden wir Fahrgastoperationen durchführen. West Allerton aufzubrechen. Mit der Steuerung stellen Sie die Fahrtrichtung ein und auch, wie viel Kraft anzuwenden ist. Bringen Sie die Steuerung in die Position voll vorwärts. So erhalten Sie die maximale Kraft, um den Zug in Bewegung zu setzen. Wenn Sie an Geschwindigkeit gewinnen, müssen Sie die Steuerung zur Mitte hin bewegen, um Kraft zu sparen. Öffnen Sie den Regler langsam, um die Kraft einzusetzen. Denken Sie daran, dass die Leistung in einer Dampflokomotive verzögert abgegeben wird. Diese Lokomotive hat zwei Bremstypen, Dampf und Vakuum. Dampfbremsen sind nur für die Lokomotive einsetzbar, Vakuumbremsen für den Rest des Zuges, sofern er mit Vakuumbremsen ausgestattet ist. Um Unterdruck für die Unterdruckbremsen zu erzeugen, verwenden wir die Auswerfer. Um beide Bremsarten gleichzeitig anzuwenden.
Wir können nun die Reise nach Mosley Hill fortsetzen. Um Unterdruck für die Unterdruckbremsen zu erzeugen, verwenden wir die Auswerfer. Schließen Sie nun die Türen und machen Sie sich bereit, ohne Führung nach Ash Hill aufzubrechen.
Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen.